Und ich mache wirklich mal keine Leitern jetzt in der nächsten Mission. On the road between Babarbia and your target of conquest lays the ruined city of Thalys, long ago destroyed by the Serpent Queen and her dragons. Oscar has guided you to a hill in the midst of the ruins, where you are to carve out your dungeon. When preparations are done, it's time to head out into Thalys in search of the final item needed to execute the plan. A tremendously powerful, magical artifact. Or more truthfully, it's an urn containing your basic aphrodisiac. You know, Deathslayer, since I was a young boy, I've had this recurring dream. My father would send for me, and I would go to Castle Twilight to marry a fair princess. After the ceremony, I would write a letter to Malister Crewley, asking him to gently kiss my noble buttocks. Of course, Mr. Crewley has nuzzled his final cheek, but I can still have myself a true princess. Even better, I will lay claim to the capital of your future kingdom as well. So I get a whole kingdom, and you settle for a little noble nookie. I know, neat, isn't it? Anyhow, the key to make this happen is an item of tremendous power, an urn containing the fabled dust of broken hearts. According to King Shonan's scholars, the urn was last seen in the hands of a thief in the city of Thalys, moments before it was hit by the Serpent Queen and her dragons. It is probably hidden somewhere in the ruins. That sounds like looking for a particular maggot in a mountain of flesh. Absolutely, I agree. Totally worth a shot. We are now in a small hill on the outskirts of the city ruins. Just outside is the area deemed the most promising to search. Now get started. We need that urn. It's the key to our mutual and eternal bliss. This overgrown rubble must have been some kind of laboratory in the old days. Two of the rooms should be possible to repair. One holds an extractor machine, able to squeeze the life force out of living creatures. Heroes, for instance. The other seems to be an arcanium, where your minions can cook you various types of really cool potions. But back to business. To improve your chances of locating the urn's resting place, you should send a raiding squad to the dig site I have marked on the world map. Kidnap an archaeologist and have him search the area outside for clues. Oh. And watch him closely. Ancient Thalys is deemed a forbidden zone, and it is guarded by more than just men. Okay, wie immer ein hübscher Start. Viel zu tun. Erstmal natürlich den Pilzraum reparieren. Und dann bauen wir unsere Standardstrukturen auf. Oh, Spelunke ist gleich von Anfang an verfügbar. Gut zu wissen. Also wir können hier rüber bauen, wir können hier uns ansiedeln. Ich würde mal sagen, wir graben hier den Gang ein Stück weiter. So, besetzen den Pilzraum gleich mal. Der hat zum Glück unendlich Ressourcen. Macht auch Sinn. Pilze kann man unendlich anbauen. Rachegeister, ihr seht böse aus. Ihr seid die Standard-Kobolde. Wobei Kobolde falsch klingt. Ihr seht nämlich auch aus wie Untote. Ihr wie Skelette. Das könnte der Extraktor sein. Rachegeister. Und nochmal Kobolde, die einen Schatz bewachen. Also ja, ich habe viele Möglichkeiten, mich auszubreiten. Okay. Erst einmal wie immer der Hort. Und ich würde sagen, die Küche einfach mal hier so gegenüber. Jetzt macht's gleich bumm. Wir haben schon mal genug für den Speer. So, dann zwei Berserker, zwei Speer.
Speer für die erste Truppe. Und dann überlege ich mir gleich mal, welchen Raum ich als erstes säubern soll. Vielleicht den mit den Kobolden und den Skeletten. Und mich dann langsam in Richtung des Extraktors runterschaffen. Oder erstmal hier rüber und das Arcanum einnehmen. Ich glaube fast, ich mache das zuerst. Aber erst neue Minions. Hier habe ich nämlich noch schön viel Platz für Räume dran. Genau übrigens wie hier. Ja. Genau so. Kann ich mich nämlich dann da runtergraben und dann in den Raum rein. Ja, ich brauche nur mal mein Squad. Denn da war ich jetzt etwas übereifrig. Ich habe mich schon in den Raum reingegraben, obwohl ich noch gar nicht... Genau. Klopft die Rachegeister. Die sind eigentlich recht harmlos. Haben sie aber geschafft, einen meiner Berserker zu killen. Das ist sowas. Macht nichts, der wird gleich durch einen Priester ersetzt. Komm, Priester. Dankeschön. Der Raum wird repariert, sehr schön. Ja, der wärmt sich jetzt an der Sphäre da. Auch sehr nett. Mana um 50 erhöht. Oh, sehr schön. Das ist jetzt das Arcanum, oder? Arcanium. Ermöglicht dir die Herstellung magischer Gegenstände. Nicht kumulative plus 50 zum Mana-Pool, solange das Arcanium aktiv ist. Das heißt also, wenn ich mehrere Arcaniums baue, kriege ich nicht mehr Mana automatisch. Für Waffen und Rüstungen benutze das Kontextmenü der Einheit oder rufe zur Auswahl der gewünschten Verbesserung das Truppenmenü auf. Für Maskottchen rufe das Truppenmenü auf, wähle den Trupp und dann das herzustellende Maskottchen aus. Für Tränke rufe das Balmenü auf und wähle den herzustellenden Trank. Ja. Maskottchen im Index Dungeon noch gesperrt. Dagon ist noch gesperrt. Mauerfallen. Ah, Tränke. Kampföl, Heilbalsam, Mana-Tränke. Tränke stehen nur Baal zur Verfügung. Jedes Mal, wenn Baal einen Trank schluckt, kriegen wir Punkte. Also im Augenblick kann ich nur... Was? Sprengtutan. Ah, der Text ist ein bisschen abgeschnitten. Also ich mache einen Tutan, der läuft rum und tötet Gegner. Sehr schön zu wissen. Ah, wie verfahre ich jetzt weiter? Theoretisch bräuchte ich jetzt Gold für den zweiten Trupp. Also gucken wir mal. Oh, sehr schön. Die Gebiete gleichen sich an. Also ja, ich könnte für den zweiten Trupp einfach Gold holen. Ich könnte aber auch einfach diese Truhe hier plündern. Und dafür kann ich schon mal den zweiten Trupp zusammenstellen. Nein, ich will hier Sachen auswählen. So, dankeschön. Ich schicke dann lieber meine Minions los, Materialien besorgen. Es fehlt nämlich noch 50 Materialien zu besitzen. Einheiten beschwören, kostenlose Einheiten, es gibt alles Punkte.
Aber Helden in den Extraktor packen gibt eben mehr Punkte. So, Schmiede freischalten. Ist auch eine gute Idee, aber jetzt erstmal hier durch. So. Kümmern wir uns erstmal um die Kobolde. Ah, nicht den Priester wegboxen. Gott, was seid ihr denn für welche? Was hat mein Priester euch denn bitte getan? Also ja, er wollte, hat euch getötet. Ist trotzdem kein Grund. Heroes are entering your dungeon. Oh, cool. Endlich mal. Zwei Jäger. Auf denen ist die Materialmarkierung. Gesetzt, oder? Ja, also die Extraktormarkierung ist noch nicht gesetzt. Gut. Priester, Berserker. Aber jetzt wollte ich Übungsraum und Tränke freischalten. Und da wollte ich mal kurz überlegen, wo baue ich den Übungsraum am besten hin, wenn ich ihn mir denn dann leisten kann. Das ist übrigens sehr, sehr mies, dass der Schatzraum dort lang zeigt. Also direkt neben dem Heldeneingang ist. Also ja, aber ich denke, bevor ich den Übungsraum baue, tue ich erst noch den Meisterbauer freischalten. Das ist ja jetzt nicht so viel. Dafür brauche ich nur Materialien und... Ja, Materialien und ein paar Überfälle eigentlich. Jo, Materialien, Überfälle, bisschen Grabung. So kann ich mir die Preise der Räume billiger machen. So, jetzt steht noch ein Priester bereit. Ich glaube, für Trupps freischalten dürfte es, glaube ich, auch sogar was geben. Gegenstand herstellen, Einheiten beschwören, graben, bla, bla. Ne, nur für einen Stufe 3 Trupp. Schade. Gegenstand herstellen. Stelle einen Gegenstand her. Ach, wahrscheinlich Ausrüstungsgegenstände. Das sieht mir nach wenig Leuten aus. Achso, hier steht da oben. So, was kommt hier raus? Ein Feuermagier, der ist harmlos. Mehr oder weniger harmlos. So. Das reicht für Trupp 2. Dumm. Ich brauche noch zwei Einheiten. Am besten einen Berserker und einen Speer. So, dann schicke ich die mal wieder nach da oben. Hier braucht... Obwohl, hier kann ich entlang graben. Hier wollte ich sogar entlang graben, weil ich wollte diesen Raum hier erreichen. Aber nicht hier lang, sondern einfach hier um die Ecke. Ich wollte gerade sagen, da müssten doch Gegner drin sein. Achso, die werden ausgeblendet. So, machen wir erstmal so hin. So, Schreckentrupp 1 mal Mampfen. So, Trupp 2 ist voll.
Der geht dann auch mampfen und sobald Trupp 1 fertig mit mampfen ist, schicken wir die mal Materialien besorgen.